Hier im Katzenhaus des Lüneburger Tierheims gibt es drei gute Seelen, die sich Tag und Nacht um die Samtpfoten kümmern. Heute haben wir Minka im Tierschicksal und Minka ist zurzeit das Sorgenkind. Euer Sorgenkind. Katharina, eine der guten Seelen hier, die sich rühren und die Tiere hier kümmern. Und man sieht es, Minka hat einen großen Draht zu dir. Minka ist aber schon mal vermittelt worden und wieder zurückgekommen. Nicht, weil sie irgendwie Stress gemacht hat, sondern... Sondern leider, weil ihr Frauchen ins Pflegeheim musste. Und da konnte leider keiner sich mehr um Minka kümmern. Und dann musste sie leider wieder hierher kommen. Das ist natürlich ein trauriges Schicksal. Nehmt mich nicht hauen, bitte. Es ging ihr aber gut bisher. Sie macht sich auch hier gut, obwohl die circa 8 Jahre alte kastrierte Minka eine sehr eigenwillige Katzendame ist. Oh, man sieht es. Du Süße. Und ich mag gar nichts mehr sagen. Ja. Und sie Kuschel- und Streicheleinheiten auch total mag. Aber sie ist gerne draußen im Garten. Die will das Gras wachsen hören, auf Tour gehen. Also das ist eine Katze, nicht nur, dass sie ein bisschen mollig ist, die hat auch... die hat Elan und die will noch was erleben. Also, Durchsetzungsvermögen. Das auch. Also wenn sie die im Garten haben, dann kann ihnen eigentlich nichts mehr passieren. Sie ist eine Wächterin. Minka... bekommt allerdings ein Spezialfutter. Ja. Warum? Sie hat Blasensteine und dagegen, damit die eben nicht wieder auftreten, muss sie ein Spezialfutter bekommen, das heißt Urinary. Und das macht diese Blasensteine eben zerstört. Also das Futter wirkt gut und das wird sie ihr Leben lang bekommen. Ja. Eine große Aufklärung bedarf das nicht. Das ist alles ganz leicht zu füttern, wie jedes andere Katzenfutter auch. Wie jedes auch. Andere Futter auch. Ja. Und sie mag es auch ganz gerne essen. Deswegen ist das gar kein Problem. Du. Ja, jetzt sind wir ohne Minka, die hat keine Lust mehr. Was sollen wir sagen? Sie ist circa 8, sie ist kastriert, sie ist gechippt, sie ist geimpft, sie ist sonst kerngesund. Entwurmt. Und in ihrem neuen Zuhause sollten keine weiteren Katzen sein. Sie wäre gerne Einzelkatze. Ja. Und Leute mit Katzenverständnis, ein bisschen, die so einen speziellen Charakter mögen und gerne bei sich aufnehmen würden, da würden wir freuen, wenn die sich hier bei uns melden. Also kommen Sie hierher ins Lüneburger Tierheim, ins Katzenhaus. Du wirst, du kennst sie, ja. Du kannst Auskunft geben und du weißt, ja, du weißt ja genau, wer zu dir passt, ne? Und auch gerne ältere Menschen, ne? Ja, gerne ältere Menschen, Menschen, die viel Zeit für sie haben. Da wird sie sich bestimmt drüber freuen. Gut, dann sagen wir, denke ich mal, tschüss, bis dann.